Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein sehr spontanes Video für euch. Ich hatte meine kleine Hängepflanze nur auf Instagram gezeigt. Aber alle wollten eine Anleitung haben und deswegen habe ich das jetzt schnell gemacht. Und falls ihr noch an anderen Pflanzen Interesse habt, ich habe da noch eine ganze Menge, die ich für mich privat immer gehäkelt habe. Also wenn ihr die haben wollt als Anleitung, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ihr braucht dafür eigentlich Garn mit Stärke 1,25 und 1,5 und einer Häkelnadel 1,25. Und ja, aber ihr könnt es auch mit dickeren Garn machen. Ich mache das ja hauptsächlich mit den dickeren Garn, damit ihr sehen könnt, was ich eigentlich mache. Und dann würde ich sagen, kann es jetzt auch losgehen. Wir beginnen mit dem Topf und du nimmst einfach eine Farbe, die du für den Topf haben möchtest. Und wie immer mit einem Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Sollte es nicht auf Anhieb funktionieren, probier es einfach nochmal. Manchmal hakt das ein bisschen. Dann nimmst du dir einen Markierungsfaden, damit du weißt, wo der Rundenanfang ist und verdoppelst jetzt jede Masche. Das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. In der nächsten Runde verdoppelst du jede zweite Masche. Das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche, in die nächste dann 2 feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche, wieder 2 feste Maschen. Nun wird jede dritte Masche verdoppelt. Das heißt, du häkelst in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche und in die dritte wieder 2 feste Maschen. Dann wieder in die nächsten 2 eine feste Masche und in die dritte wieder 2 feste Maschen. Das wiederholst du natürlich bis zum runden Ende. Jetzt verdoppelst du noch jede vierte Masche, das heißt in die ersten 3 Maschen jeweils eine feste Masche. Und in die vierte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Nun häkelst du in jede Masche eine feste Masche, stichst dabei aber nur in das hintere Maschenglied ein. Also das, was von dir weg zeigt. Jetzt häkelst du 8 Runden lang in jede Masche eine feste Masche, also 8 normale Runden. Wenn du das hast, häkelst du nochmal eine Runde lang in jede Masche eine feste Masche, stichst dabei aber nur in das vordere Maschenglied ein. Wenn du das hast, kannst du den Faden abschneiden und durch die Masche ziehen. Dieser Part muss nicht besonders schön aussehen, weil wir das mit den Ranken sowieso verdecken werden. Damit ist der Topf auch schon mal fertig. Und jetzt häkeln wir ein kleines bisschen Erde. Das heißt, du nimmst dir ein dunkles Braun und machst wieder einen Fadenring. Auch in diesen Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring wieder fest zusammen, nimmst dir einen Markierungsfaden
und verdoppelst wieder jede Masche. Das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. Dann verdoppelst du wieder jede zweite Masche. Das heißt natürlich in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. Und das machst du die ganze Runde lang. Jetzt wird noch jede dritte Masche verdoppelt, also wieder in die ersten 2 jeweils eine feste Masche und in die dritte 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann häkelst du eine Runde lang in jede Masche eine feste Masche. Dann beginnen wir mit den Abnahmen und da du zuletzt jede dritte Masche verdoppelt hast, nimmst du jetzt jede dritte und vierte Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche, stichst in die dritte vorderes Maschenglied ein, in die vierte vorderes Maschenglied, Faden holen und durch die beiden Schlaufen ziehen. Das sind die Abnahmen, ich zeige es nochmal. In die nächsten 2 Maschen häkelst du jeweils eine feste Masche, stichst in die dritte vorderes Maschenglied ein, in die vierte vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann nehmen wir jede zweite und dritte Masche zusammen ab, das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche, stichst in die zweite vorderes Maschenglied ein, in die dritte vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Dann wieder in die nächste Masche eine feste Masche, in die zweite vorderes Maschenglied einstechen, in die dritte vorderes Maschenglied einstechen, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann wird noch jede erste und zweite Masche abgenommen, aber vorher stoppst du das Ganze ein bisschen aus, sodass du es noch ein bisschen drücken kannst. Und du stichst also in die erste vorderes Maschenglied ein, in die zweite vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Wenn du das hast, dann kannst du den Faden wieder abschneiden und komplett durchziehen. Dann nimmst du dir eine kleine Nadel, um das Loch zu vernähen. Und du stichst jetzt unter oder zwischen den Maschen durch nach innen. Kommst nach außen, gehst wieder nach innen, gehst einmal drumherum und wieder nach innen und drumherum. Und wenn du das bis zum Schluss gemacht hast, dann kannst du den Faden einfach festziehen, stichst den Faden nochmal irgendwo durch und schneidest ihn einfach ab. Dann kannst du das gleich auch nochmal beim Topf vernähen, also natürlich nicht ganz genauso, aber du stichst jetzt einfach von vorne nach innen ein. Dann kannst du das Ganze umstülpen und einfach durch ein paar Maschen so durchstechen, dann den Faden anziehen, nicht festziehen. Und dann kannst du den Faden da auch einfach abschneiden oder du lässt ihn dran, ist eigentlich auch egal. Und dann stülpst du das Ganze wieder um und der Faden ist auch vernäht. Dann beginnen wir mit den Ranken und dafür machst du erstmal so eine Schlaufe, nimmst dir dann die Häkelnadel und häkelst ca. 12 Luftmaschen. Es ist nicht wirklich wichtig, wie viele Luftmaschen du am Anfang machst, aber es sollten schon so um die 10, 12 Luftmaschen sein. Das ist der Part, der dann später im Topf ist, also nicht wirklich sichtbar ist, sondern im Topf hängt. Aber ja, dann häkelst du nochmal 4 extra Luftmaschen. Und stichst dann in die vierte Luftmasche von der Nadel aus ein und häkelst eine Kettmasche. Du holst dir also den Faden und ziehst die Schlaufe durch die Schlaufe. Dann häkelst du weitere 4 Luftmaschen und stichst wieder in dieselbe Luftmasche ein und häkelst eine Kettmasche. Dann häkelst du wieder 4 Luftmaschen und stichst in dieselbe Luftmasche ein und machst eine Kettmasche.
Dann häkelst du 3 weitere Luftmaschen. Und häkelst wieder 4 bis 5 oder auch nur 3 Luftmaschen, je nachdem wie groß das Blatt sein soll. Und stichst dann wieder in die Luftmasche ein, hinter den 3 Luftmaschen. Also je nachdem, wie viele du gehäkelt hast, und machst eine Kettmasche. Dann häkelst du wieder 4 oder 3 Luftmaschen und stichst in dieselbe Luftmasche ein und machst eine Kettmasche. Dann wieder 4 Luftmaschen, in dieselbe Luftmasche einstechen und eine Kettmasche häkeln. Und ich würde dir hier wirklich empfehlen, mal zwischendurch mehr als 3 Luftmaschen zu häkeln, damit das nicht alles so gleichmäßig ist, weil Pflanzen sind ja nun mal nicht super synchron. Also hier mache ich mal 4 und dann häkel ich 5 Luftmaschen. Jetzt mache ich also das Blatt größer und steche wieder in die 5. Luftmasche in dem Fall ein und mache eine Kettmasche. Dann mache ich 4 Luftmaschen und steche wieder in dieselbe Luftmasche ein und mache eine Kettmasche. Dann wieder 4 Luftmaschen, in dieselbe Luftmasche einstechen und eine Kettmasche häkeln. Jetzt machen wir wieder den Part dazwischen. Das sind dann, wie gesagt, wieder 3 oder 4 oder 5 Luftmaschen. Dann häkeln wir unsere Blattluftmaschen. Dann mache ich wieder 5 Luftmaschen und steche in die 5. Luftmasche von der Nadel aus ein und häkle eine Kettmasche. Dann wieder 4 Luftmaschen, in dieselbe Luftmasche einstechen und eine Kettmasche häkeln. Und du kannst auch mal einfach nur 2 Blättchen dahin machen, es müssen nicht jedes Mal 3 sein. Also einfach ein bisschen Variation reinbringen, damit es eben nicht so gleichmäßig gehäkelt aussieht. Und das wiederholst du jetzt so lange, bis du die Länge von dem Stück erreicht hast, was du haben möchtest. Das sollte mal länger, mal kürzer sein, damit eben unterschiedlich lange Ranken aus dem Topf dann rauskommen. Und wenn du dann die Länge erreicht hast, die du haben möchtest, dann häkeln wir jetzt sozusagen zurück und wir häkeln in jede Luftmasche eine Kettmasche, bis wir bei einem der Blätter angekommen sind. Häkeln dann da rein, auch wieder eine Kettmasche und häkeln wieder unsere Luftmaschen. In dem Falle sind es 4, stechen da wieder ein, machen eine Kettmasche. Dann häkeln wir wieder 4 Luftmaschen, stechen wieder in dieselbe Luftmasche ein und machen eine Kettmasche. Und dann wieder 4 Luftmaschen. Oder in dem Fall mache ich mal 3, damit das Blatt ein bisschen kleiner ist. Und dann häkeln wir wieder in die Luftmaschen jeweils eine Kettmasche. Und vielleicht lässt du auch mal zwischendurch ein Blatt aus, damit es wie gesagt nicht so gleichmäßig ist. Und häkelst einfach eine Kettmasche da rein und gehst die nächsten Kettmaschen lang. Ist kein Muss, du kannst auch bei jedem Blatt noch ein zweites Blatt machen. Also, wie du möchtest, aber ich habe es halt zwischendurch mal ausgelassen, einfach nur, damit es nicht alles gleich aussieht. So, und dann mache ich hier wieder ein Blatt rein, das heißt, ich häkle wieder in diese Luftmasche eine Kettmasche und mache meine Blättchen, also wieder 4 Luftmaschen und in dieselbe einstechen und eine Kettmasche häkeln. Und das wiederholst du jetzt, bis du oben angekommen bist. Und das wiederholst du jetzt, bis du bei dem letzten Blatt angekommen bist, beziehungsweise dem ersten Blatt. Und häkelst dann in jede Luftmasche eine Kettmasche, bis du bei der letzten Luftmasche angekommen bist.
Und wenn du das hast, dann kannst du den Faden wieder abschneiden und komplett durchziehen. Und von diesen Ranken machst du dir jetzt so viele, wie du haben willst. Ich habe bei dem kleinen habe ich 5 Ranken gehäkelt und bei dem großen habe ich 6 Ranken gehäkelt. Persönlich hat mir das mit den 5 besser gefallen, weil das andere sieht so ein bisschen viel aus. Aber das ist ganz allein deine Entscheidung. Und wenn du dir die ganzen Ranken gehäkelt hast, die du haben möchtest, mal kürzer, mal länger, dann wird es Zeit, das Ganze zusammenzusetzen. Wir brauchen aber vorher noch etwas, womit wir das anhängen können. Und dafür schneidest du dir 8 Stränge zurecht, machst dann einen Knoten mit allen. Achte darauf, dass du wirklich alle Fäden hast. Dann lege ich das in die Mitte und stecke mir das da fest. Das musst du nicht machen, aber für mich war es so leichter, deswegen zeige ich das hier auch so. Und dann lege ich mir die Stränge zurecht und wir brauchen jeweils 2. Einmal eine hinten, dann an der Seite und auf der anderen Seite und natürlich auch nochmal in der Mitte. Es ist hier alles gar nicht so einfach zu zeigen, weil sich das halt echt viel bewegt, aber wir kriegen das schon hin. Und dann machen wir bei jedem der 2 Stränge einen Knoten und zwar genau da, wo die Kante ist. Vielleicht musst du es ein, zweimal versuchen. Ich habe das auch nicht alles auf Anhieb hinbekommen, aber es funktioniert. Ich habe das immerhin schon einige Male gemacht. Wenn du das hast, dann nimmst du dir von den 2 Strängen jeweils einen Strang, die nebeneinander liegen. Dieses Hin- und Hergewackelt tut mir so leid, aber ich hatte keine richtige Lösung dafür gefunden, leider. Und dann knotest du das Ganze nochmal zusammen. Also jetzt die 2 Stränge von den anderen beiden. Also Makramee-Videos wären nicht so meins, das könnte ich wohl nicht so gut erklären. Aber okay, ihr seht ja zum Glück, was ich mache. Und dann machst du da auch noch mal einen Knoten rein. Und das machst du jetzt natürlich mit allen Strängen nochmal. Das heißt, du nimmst dir gleich wieder die 2, die nebeneinander liegen. Also hier die nächsten beiden und legst dir das da zurecht. Und dann machst du da auch wieder jeweils einen Knoten rein. Versuch das so gut wie möglich, immer dass es dieselbe Höhe ist. Ich habe das auch nicht so richtig hinbekommen, aber wenn man ein bisschen mehr Zeit hat und nicht durch eine Kamera guckt, dann klappt das bestimmt ganz gut. Und wenn du das hast, dann nimmst du dir wieder jeweils die 2 Stränge, die nebeneinander sind und machst da ebenfalls nochmal einen Knoten rein. Also du siehst es ja zumindest so halbwegs, was ich hier mache. Wenn du das hast, kannst du die Nadeln, falls du es dir festgesteckt hast, rausnehmen. Da musst du natürlich oben noch einen Knoten reinmachen, aber vielleicht legst du dir die Ranken vorher rein. Also legst du da jetzt alle nach und nach rein. Du siehst schon, es gibt hier kein Zusammennähen und es hält trotzdem alles sehr, sehr gut. Im Notfall könntest du das natürlich trotzdem annähen, wenn du das möchtest, aber es ist eigentlich nicht notwendig. Leg dir das jetzt auf jeden Fall da alles so zurecht. Versuch das so zu machen, dass der Topf nicht allzu sehr auf einer Seite schwerer ist als auf der anderen, damit das nicht so komisch hängt. Und wenn du alle Ranken reingelegt hast, dann nimmst du dir das Stückchen Erde und drückst alles damit ein bisschen runter. Und dann kannst du den großen Knoten reinmachen. Du nimmst dir also wieder alle Stränge und machst da dann deinen Knoten rein. Und dann schneidest du dir noch die einzelnen Fäden zurecht, damit es ordentlich aussieht. Und dann kannst du dir die Pflanze irgendwo hinhängen.
fertig ist deine kleine Hängepflanze. Schaut mal hier übrigens der Größenunterschied, ne? Ist genau dieselbe Maschenanzahl, nur sehr viel dünneres Garn. Und ich persönlich muss sagen, mir gefällt es mit den dünnen Garnen deutlich besser. Aber ja, das ist Geschmackssache. Und wenn ihr kein dünnes Garn zu Hause habt, dann holt euch auch nicht extra welches, weil auch so mit dem dickeren Garn sieht es auch schön aus. Also macht, wie ihr mögt. Und ja, ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich selber einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann teilt das Video auch sehr gern. Und ja, wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.